Guten Morgen, James. Wie fühlen Sie sich? Warte, was? Es ist völlig normal, wenn Sie desorientiert sind. Sie waren im Hyperschlaf 120 Jahre lang. Was? Alles ist gut, James. Jim, bitte. Jim, atmen Sie ganz ruhig. Es ist alles gut. Wo bin ich? Sie sind ein Passagier auf dem Raumschiff Avalon. Homestead Companies luxuriösestem Sternenkreuzer. Unsere Reise von der Erde zu ihrem neuen Zuhause, der Koloniewelt, Homestead 2, ist fast beendet. Eine neue Welt, ein neuer Anfang, Raum zur Entfaltung. Oh, yeah. Die Avalon befindet sich im Endanflug. Die kommenden 4 Monate genießen sie Raumfahrt in absolutem Luxus. Freizeit, Fitness, Freunde. Meine Freunde. Ganz genau, Jim. Das ID-Band an ihrem Handgelenk ist der Schlüssel zu den Wundern der Avalon.
Sie sind kerngesund, Jim. Bringen wir sie zu ihrer Kabine, wo sie sich entspannen können. Sie verspüren womöglich hyperschlafbedingte Übelkeit. Ihre Tür leuchtet für Sie auf. Willkommen in Ihrer Kabine, Ihrem Zuhause bis zu unserer Landung. Die nächsten 4 Monate werden Sie sich auf Ihr Leben auf Homestead 2 vorbereiten. Ihre Mitreisenden kennenlernen, Fortbildungskurse belegen, über das koloniale Leben lernen. Sie wurden der Lerngruppe 38 zugeteilt, für Passagiere mit technischen und handwerklichen Fähigkeiten. Bitte scannen Sie Ihre ID, um das Gepäck zu bestätigen. Jim? Bitte scannen Sie Ihre ID, um das Gepäck zu bestätigen. Und vergessen Sie nicht, viel Flüssigkeit zu trinken, um sich vom Hyperschlaf zu erholen. Genießen Sie den Rest Ihrer Reise auf der Avalon, einem Raumschiff der Homestead Company. Guten Morgen euch allen. Es ist ein wunderschöner Morgen hier auf dem Raumschiff Avalon. Egal, was ihr heute macht, Heimweh ist bei Homestead gestrichen. Und los geht's mit einem Hit aus unserer alten Heimat Erde. Steh dazu, Jim. Du hast eine coole Jacke. Hallo, Passagiere. Würden Sie sich bitte alle hinsetzen? Willkommen, Lerngruppe 38. Die Einführung in das koloniale Leben. Die Erde ist ein reichhaltiger Planet, die Wiege der Zivilisation. Doch viele halten sie auch für überbevölkert, überteuert, überschätzt. Tut mir leid, ich glaube, ich bin Fragen in der falschen... Fragen bitte erst zum Schluss. Die Kolonien bieten eine Alternative. Eine bessere Lebensweise. Wo sind all die Und anderen es gibt keine schönere Kolonie als Homestead 2, das Juwel unter den bewohnten Welten. Entschuldigung. Wo sind die anderen bitte? Wir sind alle auf dem Raumschiff Avalon. Aber ich bin der Einzige hier. Es gibt 5000 Passagiere und 258 Crewmitglieder. Und warum bin ich dann allein? Wir alle sind eine Gemeinschaft. Hallo? Ist irgendjemand hier? Hallo? Schnallen Sie sich an und sichern Sie alle losen Gegenstände. In diesem Fahrstuhl herrscht vorübergehend keine Schwerkraft. Hallo. Willkommen im großen Atrium der Avalon. Wie kann ich helfen? Ich muss mit einem Menschen sprechen. Einer echten, lebendigen Person, bitte. Was für eine Person? Persönlicher Trainer? Reiseplaner? Therapeut? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Jemand, der zuständig ist. Der Steward kümmert sich um die Wünsche der Passagiere auf der 3. Etage des großen Atriums. Danke. War mir eine Freude. Nicht gut. Hallo. Wer fliegt das Schiff? Die Flugcrew, der Captain, der Pilot, der Chefnavigator. Ich will den Captain sprechen. Der Captain steht selten zur Verfügung für Personen. Das ist ein Notfall. Bitte. Den Captain finden Sie auf der Brücke, im Kommandoring.